zu den Studierenden hat sich sehr verändert. Zu denen, die präsent waren, die mitgemacht haben, habe ich eine viel bessere Lernbeziehung aufbauen können. Es hat wirklich Vorteile und auch, ich denke, der Vorteil ist auch der, wenn man bereit ist zu lernen, fragen kann, wenn man dann die Dozentin fragen kann, dann wird wirklich gelernt. Ich glaube schon, dass sich das Rad nicht mehr zurückdrehen lässt. Also es wird immer mehr Lernangebote geben, die flexibel sind, wo man jederzeit und auch von überall her darauf zugreifen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Lehrpersonen mehr zu einem Lerncoach sich hinbewegen werden. Ja, es war ein ständiges Auf und Ab. Ich meine, positiv war, dass ich eigentlich mehr Kontakt hatte zu einzelnen Studentinnen und Studenten. Andere habe ich komplett verloren, hatte ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, ob jetzt jemand nicht mehr am Unterricht teilnimmt, weil er nicht mehr mag oder weil er nichts versteht oder weil er es alleine zu Hause aufbereitet. Mir hat einfach der menschliche Kontakt gefehlt, immer. Das hat sich ein bisschen verschoben von eigentlich der puren Lehrenden hin zu einem Lerncoach. Also ich war auch viel außerhalb von den Stunden für Studentinnen und Studenten da, für Projekte, aber auch für Fragen zu Aufgaben oder zu der Vorlesung. Und diese Rolle gefällt mir einfach auch sehr. Also das hat mir sehr gut gefallen.